Aus den dunklen Wäldern im Osten der Republik stammt eine Reihe von Weihnachtstraditionen, die dem Winter Glanz verleihen. Im Süden von Thüringen, an der Grenze zu Bayern, wo am Horizont weit mehr Tannen in den Himmel ragen als Kirchtürme, wird die Natur zur Wintersonnenwende gefeiert wie die Geburt Christi. Diese Natur spendet den Menschen dort Material, aus dem sie Schmuckstücke aus Glas fertigen. Die Legende sagt, dass es ein armer Glasbläser war, der keine Früchte, wie es damals Tradition gewesen sein soll, an den Baum hängen konnte, Nüsse, Äpfel. Und er hat kleine Früchte geblasen und die aus Glas an den Baum gehängt. Als der Weihnachtsbaum von Deutschland aus die Welt erobert, tut er dies zusammen mit den Werken der Thüringer Glasbläser. Noch selbst zu Hochzeiten des Kommunismus in der DDR erhellen diese Schmuckstücke je nach Belieben die Heilige Nacht. Die Berge Thüringens sind seit fast 900 Jahren die Heimat von Generationen von Glasbläsern. Dort finden sie das wichtigste Material für ihre Kunst. Handwerksfamilien lassen sich an Orten nieder, die die ansässigen Herren ihnen zuweisen, und stellen ihre Hütten inmitten des Buchenwaldes auf. Mit dem Holz feuern sie die Öfen an und verwenden die Asche, um Glas herzustellen. Neben Sand und Kalk im Vorland, der herantransportiert werden konnte, gab es hier vor allem ausreichend Holzvorräte, vor allem Buchenholz. Diese Glashütten konnten nicht sehr lange an einem Standort arbeiten, weil irgendwann der gesamte Wald im Umfeld der Glashütte verfeuert war. Und da war es einfacher, den Standort der nicht sehr großen Öfen zu verlegen, als ständig die Buchenholzstämme über weitere Wege zu transportieren. Diese besonderen Handwerker beziehen in ihren Hütten tief im Waldquartier, fernab von den Dorfbewohnern. Ihr Ruf ist zwielichtig. Den Glasmachern hat man sehr große Achtung entgegengebracht. Gleichzeitig aber konnten sich viele Leute das nicht vorstellen, wie denn aus Sand auf einmal sowas wie ein durchsichtiges Glas entsteht. Deswegen wurden sie ja generell auch ihnen unterstellt, dass sie mit den dubiösen Mächten im Verbund gewesen sind. Das Leben auf Wanderschaft endet schließlich, als mit dem ausgehenden 16. Jahrhundert ein neuer Ofen kommt, der viel größer und effizienter ist, sich aber nicht transportieren lässt. Die Glasbläser werden sesshaft. So entstehen ganze Dörfer, wie beispielsweise Lauscha. Ja, ohne Dorfhütte wird es Lauscha nicht geben. Das war ein riesiges Waldgebiet hier, Urwald. Und das Privileg vom Coburger Herzog Kasimir wurde 1597 erteilt. Und da war genau festgelegt, was hier gemacht werden durfte. Also die zwei Häuser gebaut und das kleine Haus vom Hüttenknecht. Und dann also die Hütte. Und die zweite Privileg war dann die Dorfmühle. Hier daneben stand auch das erste Wirtshaus, wo dann ein Braurecht ausgegeben wurde. Das Glas wird nun in größeren Mengen hergestellt und ist nicht mehr allein für die Adligen bestimmt. Die bürgerlichen Städter und selbst die wohlhabenderen Bauern verlangen nun auch danach. In Lauscha wachsen Bevölkerung und Wohlstand. Das führt im 18. Jahrhundert zu einer neuen Organisation der Arbeit. In den Glashütten wird das Rohmaterial hergestellt. Glasstäbe,
aus denen andere Handwerker bei sich zu Hause eine ganze Reihe von durchsichtigen oder bemalten Glasobjekten produzieren. Das sind insbesondere Perlen, die genauso aussehen wie die der Austern. Heute ist der Glasbläser Jürgen Müller-Blech zwar in Rente, bei seinem Nachbarn hilft er aber dennoch regelmäßig aus. Weißt du was, da sitzt du dran, wir haben noch so eine Kugel. Und das konnte ich auch machen. Machen Sie auch hier auf, ne? Und so entsteht an irgendeinem Wintertag in den 1820er Jahren in Lauscha der wohl luftigste Glasschmuck überhaupt, die Weihnachtskugel. Legende ist wirklich eine Legende. Als zuallererst wurde in Heimarbeit die Perlen hergestellt. Das waren ja zuerst nur Öllampen. Und mit dem technischen Fortschritt konnten dann immer mehr größere Kugeln geblasen werden, wo der Übergang dann von der Perlenproduktion zum Christbaumschmuck hinging. Bevor jedoch dieser von den einfachen Glasbläsern aus Thüringen geblasene Gegenstand weltweiten Ruhm erlangt, ist es ein weiter Weg. Zunächst verbindet er Lauscha mit der kleinen Stadt Sonneberg, gute 4 Stunden Fußmarsch entfernt. Noch zum alltäglichen Bild. Kamen hier die Gassen entlang, auch aus dem Umland, die Lieferfrauen mit ihren Körben auf den Rücken, die aus den Werkstätten, aus Lauscha, von den Glasbläsern, die Ware direkt nach Sonneberg zu den Händlern, zu den Verlegern brachten. Sonneberg wird ab Ende des 18. Jahrhunderts zu einem Umschlagplatz für Glasobjekte. Zuvor ist es bereits für sein Spielzeug bekannt, das aus dem Holz der Thüringer Wälder gefertigt wird. Der Erzähler und Stadtführer Roland Spielmann, immer im Kostüm und mit Teddybär unterwegs, führt durch diese zauberhafte Stadt, in der die Spielzeug- und Glashändler lange Zeit das Sagen hatten. Die Kaufleute schon etwas wohlhabend und konnten natürlich auch die Preise diktieren. Denn die vielen Glasbläser standen sich auch gegenseitig in Konkurrenz und versuchten sich in ihren Preisen zu unterbieten. Teils so weit, dass es kaum noch fürs eigene Überleben reichte. Die deutsche Einigung, der Sieg über Frankreich und Reparationszahlungen ließen die Händler am Ende des 19. Jahrhunderts immer wohlhabender werden. Die Glasverkäufer profitierten davon, wie man an den großen Häusern oben am Berg sehen kann. In diesen Zeiten der Gründerzeit sind auch diese Villen entstanden, angelehnt fast an einen schlossähnlichen Charakter im neubarocken Stil, um auch diese Wichtigkeit dieses Sortiments dieser Kaufleute in ihrer Position darzustellen. Der Reichtum Sonnebergs ist auch der Weihnachtsdekoration zu verdanken. Denn zur selben Zeit breitet sich die Mode des geschmückten Weihnachtsbaums von Deutschland bis ins England Königin Victorias und schon bald bis in die Vereinigten Staaten aus. Der Amerikaner Frank Winfield Woolworth importiert sie 1880 als erster. Die Begeisterung ist so groß, dass kurze Zeit später Lagerhallen mehrerer großer amerikanischer Firmen quer durch die Stadt aus dem Boden sprießen. Es war natürlich ein Glitzern im Funkeln am Weihnachtsbaum. Und dass das ein Erfolg wurde, ist natürlich auch vieles in den amerikanischen Markt geschuldet.
in Amerika auch zum Beginn des 20. Jahrhunderts schon eine gewisse Wegwerfgesellschaft, die sich ausprägte. Man hat nach dem Fest den geschmückten Baum komplett mit allem Christbaumschmuck entsorgt und am nächsten Jahr einen neuen Christbaumschmuck gekauft. Es war an sich ein Billigartikel, der hier aber in dem Sinne doch einer ganzen Berufsgruppe Lohn und Brot brachte. Mit dem Zweiten Weltkrieg und der anschließenden Teilung Deutschlands in Besatzungszonen endet die Euphorie. Thüringen befindet sich in der sowjetischen Besatzungszone, Sonneberg im Niemandsland, das den eisernen Vorhang säumt wie eine tote Stadt. Fast 3 Jahrzehnte lang. In Lauscha jedoch werden die Einwohner Zeugen eines wahren Wunders. Weder die Schließung der westlichen Grenzen noch der Kommunismus oder sein unerbittlicher Atheismus können etwas gegen die überbordenden Weihnachtstraditionen ausrichten. Ganz im Gegenteil. In der lutherischen Kirche sind am 25. Dezember weiterhin die Kirchenlieder Bachs zu hören, während die Glasbläser nunmehr als Arbeiter am Fließband stehen. Wir befinden uns hier in Ernstthal, ein Ortsteil von Lauscha. Und hier im Hintergrund ist ein Produktionsgebäude des VEB Thüringer Glasschmuck Lauscha. Also wir hatten ja in den 1980er Jahren alles zusammen über 500 Glasbläser. In einer Welt, in der extreme Kargheit dominiert, sorgen die Glasobjekte noch immer für Aufsehen. Obwohl für manchen verzichtbare Firlefanz, werden sie wie Schätze gehandelt. Das Tauschgeschäft ist dann aufgekommen, wo man andere Waren haben wollte, die es hier nicht gab. Und das wurde dann in den 70er, 80er Jahren viel zum Handel eingesetzt. Man hat eine Heizung gebraucht oder man hat eine Waschmaschine gebraucht, die ein Bekannter aus irgendeiner anderen Gegend in der DDR besorgen konnte, und so hat man sich ausgetauscht. Da hat man dann auch von der Lauschaer Währung gesprochen. Es war kein Geld, es war Glas. Nach dem Fall der Mauer und der anschließenden Wiedervereinigung Deutschlands 1990 stehen die Glasbläser plötzlich vor den Toren ihrer Werke. Diese werden nach dem Zusammenbruch des Marktes im Osten einfach geschlossen. Und ihr Elan wird wieder gebremst. Einigen wie Magdolner Hähnlein gelingt es aber, die Kunst erneut zum Leben zu erwecken. Sie gestaltet den Glasschmuck mit der Behutsamkeit einer Goldschmiedin. Also die Geschichte war so. Mein Mann, seine Cousine, hat auch ein Haus gekauft, ein altes Haus. Und da war in die Wand eingemauert eine ganze Kiste voll alte Obladenbilder. Noch original. Und sie wollte wegschmeißen. Und dann habe ich gedacht, die kannst du verwenden. Du hast schon so viel. So hat in diesem kleinen Winkel Thüringens auch der feinste Weihnachtsglasschmuck die Wirren der Geschichte durchlebt, ohne Risse zu bekommen. Und in den geschickten Fingern seiner Schöpfer nimmt er weiterhin zauberhafte Formen an.